Es war, weiß Gott, keine Selbstverständlichkeit, dass sich Gladbach durchsetzen konnte in der Gruppe mit Real Madrid, Schachtja Donetsk und Inter Mailand. Aber sie haben es geschafft, sich den Auftritt gegen Manchester City verdient und vor allem auch diese Hymne in der K.O.-Phase. Bitter natürlich für Borussia Mönchengladbach, dass dieses Spiel weder im heimischen Borussia-Park noch vor eigenen Zuschauern stattfinden kann. Es ist die Puskás Arena in Budapest, Ungarn. Da geht es mit dieser Aufstellung im 4-2-3-1 gegen Manchester City und die Gäste von Pep Guardiola, die so überragend drauf sind, sind in der deutlichen Favoritenrolle, aber auch das sei nochmal erwähnt, dass sich Gladbach in dieser Gruppenphase überhaupt durchsetzen konnte. Das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Und mit diesen Chancen und mit diesen Ausblicken kann man dann auch Hoffnung haben für diese K.O.-Spiele gegen Manchester City, die unter Pep Guardiola nach dem Champions League-Titel noch dürsten. Auf ihn warten vielleicht ja in dieser Saison, aber dass es auch gegen Gladbach schon schwer werden würde, das ist klar. Diese Aufstellung im 4-3-3 dennoch die favorisierte. In den schwarzen Trikots die Gäste von Manchester City. Lange Zeit ohne offensive Akzente. Borussia Mönchengladbach in der Defensive sehr konzentriert. Da lag erstmal das Hauptaugenmerk drauf. Deswegen aber auch von den Fohlen eben nach vorne relativ selten mal etwas zu sehen. Und die erste Situation, die wir uns hier anschauen, ist dann etwas stellvertretend für die ersten 20, 25 Minuten. Mahrez dann im Abseits. Wir sehen das da. Manchester City mit drei Spielern im Strafraum. Klar, wenn Mahrez da nicht im Abseits steht, wird es brandgefährlich. Aber er stand eben im Abseits und dementsprechend keine Torgefahr hier zu verzeichnen. Manchester City machte es jetzt aber besser. Rodri, schöner Ball zu Foden. Und die Parade von Sommer, dann Sterling, der nachsetzt, am Ende mit der Hand rankommt und auch dort gestellt wird. Aber dieser Treffer, er hätte gezählt. Schöne Brustabwehr von Jan Sommer. Der Winkel ist nicht optimal für Foden. Der macht noch das Beste draus mit diesem Dropkick. Am Ende dann eben das Handspiel von Sterling. Knappe halbe Stunde gespielt. Was war mit Borussia Mönchengladbachs Offensive los? Sie kann sich ja auch durchaus sehen lassen. Lazaro legt zurück zu Leiner. Dieser weite Schlag hätte im Ansatz gefährlich werden können, aber auch das unterstreicht noch einmal, dass die Kreativität nach vorne noch etwas zu wenig vorhanden war. Hier ist es Stefan Leiner, den Ball eben nach vorne drischt. Wirklich gefährlich ist das nicht mal im Ansatz. Ederson schnappt sich den Ball. Manchester City spielte jetzt zielstrebiger nach vorne. Gabriel Jesus zu Rodri, der legt zurück zu Foden. Der legt nochmal quer und Jesus muss es hier eigentlich machen. Jan Sommer mit einer tollen Parade in der 34. Spielminute. Bleibt lange stehen, dann mit dem Fuß am Ball. Stefan Leiner hat etwas Glück, dass der Abpraller dann im Tor aus landet und nicht im eigenen Kasten. Der anschließende Eckstoß mit Bernardo Silva von Hofmann erstmal verteidigt, der legt sich dann aber quer. Sterling bleibt im Ballbesitz und hat auf der linken Seite Platz, sich zu entfalten. Joao Cancelo legt raus zu Rodri. Manchester City macht es auch sehr überlegt, sucht die Lücke und da ist sie. Von Phil Foden mal wieder gefunden und diesmal auch mit einem Treffer gekürt. 36. Spielminute, das unter dem Strich auch verdiente 1:0 für die Gäste gebracht vom Mittelfeldmann Phil Foden. Vorgelegt von Jesus, der sich als Mittelstürmer nicht nur im Mittelsturm auffiel, sondern hier in der assistierenden Rolle in Erscheinung tritt. Ein schöner, flacher Abschluss, in dem Jan Sommer nicht mehr als alt aussehen kann.
zwei Versuche hatte er, einen Treffer hatte er erzielt. Phil Foden kann sich durchaus sehen lassen. Borussia Mönchengladbach hatte jetzt eine große Aufgabe vor der Brust hier in der Puskás Arena. Unterlag ja schon eine deutsche Mannschaft einer englischen, und zwar RB Leipzig, dem FC Liverpool. Zweiter Durchgang. Das sollte natürlich kein schlechtes Omen sein. Und da hatte Gladbach auch keine Lust drauf. Zakaria hier mit einem guten Antritt. Legt den Ball dann quer durch den 16er und Alassane Plea erreicht den Ball nicht. Hätte vielleicht eine Grätsche ansetzen können. Klar, das ist so im Nachhinein immer einfach zu sagen. Trotzdem, das war eine Situation, die durchaus zumindest zu einer brutal guten Torchance hätte führen können. Jetzt wieder Manchester City. Es wurde aber offener. Das ist Mahrez quer zu Jesus. Bernardo Silva sieht gar nicht so ganz hart geschossen aus, dieser Ball. Jan Sommer geht aber auf Nummer sicher und klärt zum Eckball. War eben auch eine kurze Distanz. Glitscht ihm da sogar fast ein bisschen durch. Guardiola konnte aber durchaus zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft ihm da angeboten hatte. Und das 1:0 auch ein zufriedenstellendes Zwischenergebnis. Manchester City wollte aber erhöhen mit Riyad Mahrez. Super zu Gabriel Jesus, Kopfball, Nachschuss und dann abgepfiffen, wurde auch nochmal alles überprüft. Komplett richtig, knapp war es aber allemal und eigentlich muss der erste Ball schon sitzen, den Jan Sommer dann gut hält, und wir schauen uns das an. So sieht das Ganze aus. Super von Jan Sommer. Der Nachkopfball auch gut gesetzt. Trotzdem, damit konnte Gladbach leben, denn Abseitsposition richtig erkannt. Über eine Stunde schon gespielt. Jetzt mal wieder von Borussia Mönchengladbach etwas nach vorne mit Markus Thuram. Der legt einmal zurück. Leiner sieht Thuram. Sehr gut gespielt. Und da ist viel Platz im 16er für Florian Neuhaus. Aber Ruben Dias hält den Fuß rein. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Aber der Fuß von Ruben Dias kann Schlimmeres verhindern. Etwas mehr als eine Viertelstunde noch auf der Uhr. Gladbach wollte zumindest den ausgleichen. 1:1 wäre auch denkbar. Jonas Hofmann, Flanke, aber auch die etwas zu weit gezogen. Es waren meistens Situationen, die im Ansatz was versprechen konnten. Aber es war dann im Endeffekt meistens zu wenig, was Gladbach daraus machte. Schlussphase. Mit einem 0:2 wäre das sicherlich schon so etwas wie die Vorentscheidung. 23 Meter Torentfernung und Mahrez hat diese Distanz im Fuß und der geht ganz knapp rechts am Tor vorbei. Da musste die Borussia nochmal tief schlucken, auch wenn Sommer im Eck da war, den wohl auch hätte halten können. Weiterhin 0:1. Die letzte Aktion, sie gehörte nochmal Gladbach. Alassane Plea zu Lars Stindl, aber auch das ist zu wenig in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nochmal eine halbe Torchance, aber mehr als das war es auch nicht. Das Spiel endet mit 0:1 für Borussia Mönchengladbach, alles andere als zufriedenstellend. Aber dieses 0:1 bildet zumindest die Basis dafür, dass es nicht unmöglich ist, in Manchester dann doch noch irgendwie weiterzukommen. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund und adios.